Na, wie geht's? Willkommen zurück bei New Super Mario Bros. U Deluxe. Spielen wir mit dem letzten Charakter, den ich euch noch nicht gezeigt habe. Der fünfte im Bunde, nämlich Mopsy. War schon mal Spieler im Multiplayer von New Super Luigi U. Nun aber erstmals auch außerhalb davon. Wir spielen mit ihm die Sandkuchenwüste Secret. Piranha-Pflanzen auf Eis. Was man zu Mopsy wissen sollte, ist, der ist wirklich für die... Wie sage ich das jetzt nett? Er ist für Leute, die vielleicht zweimal im Jahr Videospiele spielen. Ja? Sagen wir es mal so. Also für Leute, die nicht wirklich wissen, was sie da tun. Oder für Leute, die einfach... Wäre das die größte Blamage in meiner Geschichte gewesen. Nachdem ich gerade so krass aushole. Oh nein! Jetzt sag bloß, da war die erste Starcoin. Natürlich war sie da. Ha, Mann! Ich sollte am besten einfach die Fresse halten. Na gut, dann sagen wir es anders. Hey, Dummy, wie viel Abos solltest du innerhalb von einer Sekunde bekommen? 1000 Mal! 1000! Das ergibt 1 Million Abonnenten. Mopsy kann Schaden durch gegnerische Angriffe nehmen, kann dafür aber auch Power-Ups nutzen. Braucht er aber auch. Er ist für Leute, die 1 Million Abonnenten haben. Ja, ich denke, so kann man es sagen. Und, hab jetzt nicht so den Eindruck, als wenn ich in dem Level in irgendeiner Weise Skill beweisen würde. Ach doch, jetzt geht's. Trotzdem, ich möchte jedem Charakter einen Part widmen. Was geht da denn jetzt aber? Der hat nichts. Aber wie gesagt, ich möchte jedem Charakter einen Part widmen. Somit auch Mopsy. Nach dieser Folge hier werden wir ihn aber so gut wie gar nicht mehr verwenden. Weil man sieht schon, das sass. Ja. Nimmt das halt echt jeglichen Anspruch raus und senkt dadurch eben auch den Spielspaß. Sass. Also ich empfehle es euch, mit Mopsy zu spielen. Es sei denn, ja, ihr trefft auf ein Level, bei dem ihr jetzt schon 20 Mal gefailt habt und so richtig aggro seid. Ja, dann ist das legitim, würde ich mal sagen. Aber sonst eher nicht. Und wo zum Teufel ist eigentlich die zweite Starcoin? Ich komme mit diesem Level nicht klar, weil ich nicht weiß, wo die ganzen Starcoins sind, verdammt. Das muss eigentlich schon vorher irgendwo gewesen sein, oder? Nicht, dass ich die jetzt auch noch hab zerstampfen lassen. Mag das Level nicht. Was ist denn hier oben eigentlich? Boah, das war gerade knapp, ey. Aber ich finde das Level auch nicht wirklich gut. Das sind halt Piranha-Pflanzen, die Eisklötze nach unten befördern, indem sie die Halterungen davon schmelzen. Yay. Krasses Gimmick. Achso, ja klar. In München, also ich bin ja nicht so weit unten in Bayern, aber dennoch bekomme ich mit, was da aus der alten Heimat so gemeldet wird. Da unten ist gerade richtig Land unter, Alter. Ach, wir haben jetzt sogar die Wahl, ob wir zum Minzmeer oder zu den Eiswürfel-Eisfällen gehen. Ich glaube, ich bin bei meinem Original-LP in die Eiswelt gegangen. Höchstwahrscheinlich sogar, weil ich die einfach geiler finde. Deswegen machen wir es diesmal genau andersrum. Wir gehen zum Minzmeer. Erstmals ein Geisterlevel. Na, wenn das nicht Video. Das nicht cool ist, weiß ich auch nicht. Minzmeer 1. Strand der 1000 Fontänen. So, los. Die Power-Ups, die Mopsy am Ende bei der Zielflagge vorweist, die sind dann die wir in den Leveln eingesammelt haben, oder was? Ist das so? Die Schwimmanimation von dem ist ja super witzig. Der tut so, als würde er ersaufen. Okay, vielleicht tut er das sogar. Boah, und
aber es ist schon ein bisschen lame. Weil ich mir am Sprachen lernen. Ich merke schon auch, dass das ein bisschen dazu verleitet, sich einfach überhaupt gar nicht anzustrengen. Und so kann man das Spiel überhaupt genießen, zumal New Super Mario Bros. U jetzt eh schwierigste Spiel ist. Also ganz ehrlich, Leute. Aber seine Beweglichkeit unter Wasser sagt ihm doch irgendwie zu. Der kann ja sogar unter Wasser nähen, quasi. Was bist du für ein Gott? Gib mal zu, bitte. Ach ja, und oh, warte, was war das für ein Turbo? Moment. Tatsächlich, der hat noch so eine Art Turbo. Wie brutal. Worauf ich noch eingehen wollte. Abonniert diesen Kanal und meinen Hauptkanal LOL. Du musst es ja irgendwo her haben. Und... Als ob ich gerade genau den Moment mit dem Powerblock getroffen habe, in dem die Starcoin nach unten fällt und gerade keine Fontäne da war und sie dadurch im Wasser versunken ist. Als ob das passiert ist. Seriert ist. Hätte ich jetzt geschissen, wäre nichts passiert. Ich weiß nicht, warum ich vorhin so ein blödes Timing hatte, dass gerade da in dem Moment kein Klopapier da war. Aber das kann eigentlich nur Karma gewesen sein. Nintendo ist ja momentan auch auf dem Trip bei Ports dafür zu sorgen, dass sie auch wirklich jeder spielen kann. Gerade wenn wir an Donkey Kong Country Tropical Freeze zurückdenken, da gab es ja auch den Funky Kong, der ebenfalls völlig overpowered war. Der Unterschied zwischen Donkey Kong Country Tropical Freeze und Donkey Kong Country Tropical Freeze und Donkey Kong Country Tropical Freeze und New Super Mario Bros. U im Schwierigkeitsgrad ist immens. Das ist nicht ansatzweise zu vergleichen. Von daher, bei Donkey Kong kann ich da nicht sehr gut verstehen, dass sie einen Loop-Modus einprogrammiert haben. Das Spiel ist halt nun mal nicht boxschwer und man möchte natürlich vermeiden, dass Kinder frustriert das Spiel weglegen. Und da hat man meines Erachtens nach auch nicht alles richtig gemacht. Also bei Donkey Kong nicht war alles richtig gemacht, weil das Spiel halt wirklich nicht sauschwer ist, aber Mario... Hätte es da jetzt wirklich so einen overpowerten Char gebraucht? Weiß nicht. Wofür bräuchte denn den Stern? Oh, aber er kann ihn zumindest einsetzen. Ich hätte jetzt gedacht, der packt den auch einfach so ein. Wie als wenn es eine Nuss wäre oder so. Keine Ahnung. Der letzte Starcoin zu tun haben. Das Traurige ist nur, selbst wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte mit dem Stern, kriegen wir die Starcoin auch so. Oh, weil ich über den Iglux einfach vorbeikomme. Ah, hier, siehst du? Okay. Aber wir haben gecheatet, alles nicht ganz legal mit dem Stern. Wir haben nicht alle drei Starcoins. Also mein Urteil ist auf jeden Fall nicht negativ. Peachette und Toadette, dagegen habe ich jetzt nichts. Das ist noch voll in Ordnung. Aber Mopsy, nee. Klar, auch der ist optional, also versteht mich bitte nicht falsch. Ich werde jetzt nicht gezwungen, nicht mit ihm zu spielen. Ist halt nur so, weil es ist halt ein neuer Inhalt und ich möchte auf meinem Kanal nicht nur mal alles zeigen, deswegen kriegt er jetzt auch einen Part. Aber, ich glaube, ich werde ihn im Verlauf des Let's Plays nicht mehr nehmen. Und auch ein bisschen schon Jump'n'Run-Erfahrung hat. Finger weg. Jetzt wird's gleich richtig witzig. Mopsy im Turm. Ah, Hilfe! Siehst du, jetzt wäre ich wieder getroffen worden. Normalerweise. Ich versuche so zu spielen, dass es nicht auffällt. Dass ich God-Mode aktiv habe.
Tun wir einfach mal so, als wären wir auf einer Undercover-Mission unterwegs. Ebenfalls da. Gott, nein. Oh, hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. Keiner gesehen, keiner gesehen, keiner gesehen, keiner gesehen, keiner gesehen. Ebenfalls dann in 60 FPS und ist das jetzt ein Secret? Ich weiß gerade nicht, ob das mit der dritten Starcoin zu tun hat oder nicht. Ich glaube aber, nein. Es ging hier nur um den P-Switch und somit um Bonusmünzen. Weil die blauen Münzen bringen, soweit ich weiß, etwas mehr ein als die gelben. God Mode. Krassen Bedingungen. Also ernsthaften Bedingungen. Würde mir auch nichts passieren. Und das werdet ihr ab der nächsten Folge auch wieder sehen. Denn ab dann an werden wir immer durchwechseln. Also es ist jetzt nicht so, als mache ich weiter wie bisher. Mario, dann Luigi, dann Toad und Toadette. Nein. Ab dem nächsten Part werden wir mehrfach zwischen den Charakteren wechseln. Außer Mopsy höchstwahrscheinlich. Das war jetzt nur, um den einmal zu zeigen, aber damit ist auch gut. Irgendwie hat er ein bisschen was von Waluigi. Ich finde, da hätte man lieber Waluigi spielbar machen sollen, oder? Dann wären auch mal die Waluigi-Fanboys befriedigt. Nachdem sie doch, eine Niederlage nach der anderen einfahren. Na gut. Sogar gegen Bum Bum einen Gegentreffer. Oh, das war aber süß, wer sich gefreut hat. Dieses Yippie! Das klang ganz süß. Ja. Wie ich schon sagte, man ist automatisch in diesem Chill-Mode. Nächstes Mal müssen wir uns wieder beweisen. Mopsy geht in Urlaub und wird nie wiederkehren. Verlasse jetzt diesen Raum und komme nie wieder zurück. Also, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn es natürlich alles ein bisschen sehr chillig war. Nächstes Mal, wie gesagt, wieder die bekannten Begebenheiten hier im Minzmeer. Wir sammeln weiter die Starcoins und achten auf die Gegner. Bis bald und ciao.